Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily, eurer leicht schrulligen Webshow auf Instagram, YouTube und Facebook. Heute ganz im Zeichen der Nürburgring-Nordschleife, denn bevor wir zu Walter Röll kommen, der seine inzwischen, glaube ich, schon vierte Runde fährt bei mir, erstmal zu einer Sache, die mich wirklich über Ostern beschäftigt hat. Ich bin bombardiert worden mit Fragen von verzweifelten Vätern, wo die Kinder nicht aufgehört haben zu löchern über drei Ostertage hinweg. So auch die vierjährige Grace, die eine Frage zu einer bestimmten Kurve auf der Nürburgring-Nordschleife hatte. Und natürlich können wir auch da aushelfen. Viel Spaß bei Kinderfragen Weltmeister. Kinderfragen Weltmeister. Folge 2, vier Seif. Wie fährt man denn vier Seifen? Das sind ja drei Kurven, die vier Seifen. Jetzt fährt man, kommt man angefahren, du bleibst außen und fährst das Ganze in einer einzigen Kurve, kommst unten aber falsch an. Du müsstest ja unten rechts anfahren, um links rüber zu fahren. Du kommst aber unten in der Spitzgäre links an, falsch. Aber dadurch, dass du oben mindestens den vierten Gang drin hast und kannst das Ganze rund fahren, schnell und kommst unten falsch an, gewinnst du oben so viel, als wenn du jedes Mal zack, raus, wieder rein, wieder raus, wieder rein, raus, wieder rein. Hä? Rein und raus? Wo ist das denn? Rein, raus, eine Sache, die viele junge Väter seit längerem nicht mehr erlebt haben dürften. Jetzt aber zu einem Mann, der wirklich weiß, wie es geht und das nicht nur Wehrseifen, sondern in jeder Kurve, Walter Röhrl, Mr. Nordschleife. Und hier fährt er mit einem alten Porsche, erzählt noch ein bisschen was über Antriebskonzepte und Hobbyrennfahrer aufgepasst. Er erklärt, wie er sein Auto abstimmt und worauf er achtet. Viel Spaß und bis morgen. Und dann hat sich natürlich die große Revolution, weil letztendlich heißt dann 1980 der Allrad kam, Motor vorne, war damals in Ordnung, da waren Allrad-Mittelmotor, das war noch die erste, nächste Stufe, ist natürlich kein Thema mehr, Kraft übertragen. Du hast vier Räder, du hast einfach Möglichkeit, Kraft zu übertragen, das war das Entscheidende überhaupt. Allerdings kommt ein bisschen auch der Nachteil des frontgetriebenen Autos, dass die Vorderräder müssen Antriebskräfte und Lenkkräfte übertragen. Und damit ist es beim Frontantrieb und auch eben beim Allrad immer so, dass die Vorderräder eher zur Überlastung neigen, wie eben bei den anderen Systemen, wo die Vorderräder sonst nichts machen müssen, wie Seitenkräfte, Lenkung übertragen. Sonst haben die keine Aufgabe. Und wenn die nur eine Aufgabe haben, ist es leichter zu erledigen, als wenn sie zwei Aufgaben zu erledigen haben. Vorwärtsbewegung und Kurvenfahrt. Allerdings ist natürlich der Vorteil der Traktion um so viel größer wie alles andere, dass dann diese Autos eben natürlich schneller waren. Da gibt es keine Diskussion. Und dann später natürlich kamen dann die Nachfolger, die Konkurrenz kam dann wieder mit Mittelmotorautos und damit war das Auto natürlich erstmal der Schlüssel dazu, dass man plötzlich viel Kraft verwenden konnte. Das Auto hat den 960 Kilo, 330 PS. Das war so die Grenze, was man eben sagt, mit Heckantrieb kann man das noch einigermaßen übertragen. Wir hatten hier 430, 440 PS. Das hätte hier keinen Sinn gehabt. Die Räder hätten nur durchgedreht. Und das ist auch dann der Grund gewesen, warum das die Eskalation, dass wir letztendlich zum Schluss beim Pikes Peak Auto 650 PS hatten, das würde mit dem Zweiradauto keinen Sinn machen. Also damals nicht. Heute hat man durch die Elektronik die Möglichkeit, dass man auch bei heckgetriebenen Autos mit 700 PS kann man mit der Elektronik die Kraft so dosieren, dass sie noch einigermaßen gut fahrbar ist. Ja, weil die Elektronik wahrscheinlich auch in den seltensten Fällen die ganzen 700 PS auf die Räder lässt. Wenn du jetzt in ein für dich neues Auto ganz ohne Elektronik einsteigst, um damit Rennen oder Rallyes zu fahren, also so im historischen Wettbewerb, wie erfährst du dein Auto? Auf was achtest du und was stellst du da für dich ein? Wenn ich heute Rallye fahre und ich sitze mit einem Auto, das ich nicht kenne, fahre ich einmal damit und schaue, wie das Auto lenkt. Für mich ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Auto untersteuert. Das heißt, ich lenke ein und das Auto fährt nach wie vor geradeaus. Also es ist für mich das Allerschlimmste. Es gibt aber natürlich auch Zustände, wo das umgekehrt ist.
dass ich das Auto lenkt gut ein, aber wenn ich Gas gebe, geht das Auto sofort hinten weg. Also das ist dann Übersteuern, kann ich zwar mit dem Lenkrad korrigieren, aber es ist nicht schnell. Also ich muss schauen, dass das Auto halt möglichst neutral fährt, dass es gut einlenkt und wenn ich Gas gebe, auch hinten die Kraft auf die Straße bringt. Beim Porsche kann man das ganz gut mit den Stabilisatoren machen. Man kann es mit der Höhe vom Auto machen, dass man vorne das Auto 10 mm tiefer stellt, zum Beispiel, wenn er zu viel untersteuert. Und das Gleiche gibt es auch fürs Übersteuern. Wenn das Auto hinten recht weggeht, kann ich erstmal den Stabi weich machen oder kann das Auto ein bisschen tiefer einstellen. Also das sind so Dinge, die Grundregeln. Da kommen natürlich dann noch ganz spezielle Dinge zu Sturz, Spur, Vorspur und solche Sachen. Aber das ist, glaube ich, sicherlich zu kompliziert. Wichtig ist, wenn jemand fährt, dass er fühlt, Auto lenkt gut ein oder das Auto lenkt nicht ein. Dann sagt er das irgendein Mechaniker und der weiß, wir können da was machen über die Stabis, vielleicht auch über die Einstellung der Stoßdämpfer, dass man die Stoßdämpfer weicher macht. Also das ist das Einfachste, denn von Haus aus sollte man versuchen, das machen aber die Werke von Haus aus, die Grundabstimmung ist, dass das Auto neutral abgestimmt ist. Im Zweifelsfall zwar untersteuernd, weil das leichter zu beherrschen ist, denn da muss ich nichts können. Wenn ein Auto untersteuert, lenke ich ein, fährt geradeaus, dann tue ich das Gas weg und wenn ich nicht im Welten so schnell bin, fährt es irgendwann ums Eck rum. Denn wenn ein Auto übersteuert, muss ich aktiv gegenlenken können, sonst drehe ich mich sofort von der Straße weg. Also es ist immer leichter, ein untersteuerndes Auto wieder in die Kontrolle zu kriegen. Und deshalb sind alle Serienautos, versucht man in Richtung Untersteuern abzustimmen für die Leute auf der Straße, weil man davon ausgeht, die sind nicht in der Lage, eben um das Lenkrad in die andere Richtung zu drehen. Mal angenommen, du müsstest deine Einsätze selber zahlen. Was wäre das Erste, was du am Auto ändern würdest oder für dich auch der Hauptfaktor, was man noch einigermaßen im Budget einstellen kann? Der Reifen ist ein ganz elementares Teil des Autos natürlich. Du kannst das beste Fahrwerk haben, den besten Motor. Wenn diese vier handtellergroßen Flächen, die auf der Straße sind, nichts taugen, ist alles andere umsonst. Also das ist etwas, das muss man sich gleich einmal merken. Lieber einen Satz Reifen kaufen, wie 15 PS mehr Motorleistung oder 3 Spoiler am Auto. Also der Reifen ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da muss man natürlich auch inzwischen wissen, wenn jemand auf der Rundstrecke fährt, der richtige Luftdruck ist auch ein entscheidender Punkt, dass die Reifen wirklich optimal arbeiten können. Alles andere, Stoßdämpfer, das sollte alles im Vorfeld beim Aufbau des Autos schon auf einem gewissen Level sein, dass man da 90% hat und dann nur eben durch Stabi-Einstellungen, durch Höhe vom Auto diese Feineinstellungen beim Rennen machen kann. Alles andere geht nur in einem Profiteam, wo Ingenieure rumlaufen und den ganzen Tag sich nur Gedanken machen, wie ich es besser mache. Ja, die Gedanken hast du dir jetzt 25 Jahre lang bei Porsche gemacht und die meisten Straßensportwagen abgestimmt. Nach welchen Maßstäben bist du da vorgegangen und wie würdest du deinen ganz persönlichen Röll 911 abstimmen? Also das habe ich lernen müssen natürlich, dass ich letztendlich bei der Entwicklung bei Porsche nicht ein Auto für mich mache, sondern dass ich ein Auto für die Allgemeinheit mache. Und da kann nur eins das Wichtigste sein, das Auto muss die Gutmütigkeit bis an die äußerste Grenze bewahren. Das war dann einfach der Fokus, den ich verfolgt habe, dass selbst wenn du mal dann eben über die Haftgrenze hinauskommst, darf das Auto nicht zickig sein, sondern das muss sich ankündigen, das muss weich zu kontrollieren sein. Also das ist etwas, das ich gleich am Anfang habe ich immer versucht, das Auto möglichst schnell zu machen. Das habe ich ganz schnell natürlich dann auch begriffen, dass es nicht richtig ist, sondern das Auto muss gutmütig sein. Also das war ein wichtiger Punkt. Und wenn ich heute einen 911er machen würde für mich, dann würde ich weiß, dass wir dadurch, dass der 911er den Motor hinten hat, haben wir die Chance an und für sich, viel Bremskraft über die Hinterachse zu übertragen. Das ist auch der Grund, warum im Prinzip die Porsche-Bremsen immer mehr aushalten wie bei den anderen Autos. Weil einfach, wenn du heute bei einem BMW, bei einem Mercedes, bei einem Audi eine Vollbremsung machst, hast du 90% des Gewichts auf der Vorderachse. Und die Hinterräder, die nur noch 10% Gewicht tragen, können nicht mehr viel Bremskraft übertragen. Und das ist der Vorteil natürlich bei Porsche, dass durch den Motor hinten habe ich hinten eben noch eine höhere Belastung und kann mehr Bremskraft mit der Hinterachse übertragen, damit ich entlaste ich die Vorderachse und die Bremse hält länger. Also weil jeder sagt immer, das kann doch nicht sein, dass nur die Porsche-Ingenieure wissen, wie das geht und die anderen können es nicht. Das hängt vom Konzept ab. Und ich würde, wenn ich für mich ein Auto mache,
würde vielleicht noch mehr Bremskraft auf die Hinterachse geben beim Porsche. Damit könnte ich den Bremseck noch weiter verkürzen, ist aber für den normalen Menschen in gewissen gefährlichen Situationen vielleicht ein Nachteil, dass das Auto dann überbremst und sich dreht. Also das kann man einem normalen Menschen nicht geben. Aber ich habe bei den Rallye-Autos, die ich fahre, selber die Möglichkeit, die Bremse einzustellen. Und da merke ich, wenn ich da ein bisschen das Risiko eingehe, mehr auf die Hinterachse zu geben, das bringt schon ganz schöne Vorteile. Allerdings musst du halt auf der Hut sein, dass es nicht zu viel wird. Apropos, wenn du auf der Hut im Wettbewerb unterwegs bist, fährst du da immer 100% oder lässt du ein bisschen Luft, um vorbereitet zu sein, falls mal irgendwas im Weg steht? Beim Rennen fahren wird man versuchen, immer 100% zu geben. Beim Rallye-Fahren ist das 100%-Fahren schon ein sehr großes Risiko, denn ich bin vielleicht 14 Tage vorher das letzte Mal über diese Strecke gefahren. Es steht kein Mann mit der gelben Fahne, der winkt, weil es da vorne feucht ist oder weil ein Auto Öl verloren hat oder weil inzwischen ein Sturm war und es liegen Blätter auf der Straße. Und deshalb muss ich beim Rallye-Fahren immer so eine gewisse Reserve haben. Und es sind immer alle Notprogramme scharf gestellt. Also nicht einfach dahinfahren, das passt jetzt alles, es ist wunderbar, die Straße ist schön. Ich habe immer im Hinterkopf, es könnte irgendetwas Unangenehmes passieren. Und da muss ich ein Programm aktiviert haben, dass ich da sofort drauf reagieren kann.